Moin Leute oder guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Little Witch Nobita. Ja, das gab es jetzt eine Zeit lang nicht bei mir. Ja, kam viel dazwischen. Die kleine Maid sitzt auf dem Boden, schläft noch. Wir wecken sie gleich auf. Ja, beim letzten Mal hatten wir uns mit einer Geistertussi geprügelt. Die hat uns wortwörtlich den Arsch aufgerissen. Also die hat einfach Kamehameha in unser Gesicht gemacht, hat uns verprügelt wie sonst was. Ja. Für die, die Little Witch Nobita nicht kennen, das ist ein Zoozeit-Game mit einer kleinen Hexe. Die versucht, ihre Erinnerungen zurückzubekommen. Ja, das ist eigentlich auch schon das ganze Spiel. Und ich würde sagen, Kleine, wach auf. Ich habe jetzt ein paar Wochen nicht gespielt. Oh, ich habe jetzt einen Besen statt einen Stab. Das habe ich ja gar nicht letztes Mal bemerkt, dass die mit den verschiedenen Kleidungen auch verschiedene Waffen hat. Wir hatten noch ein drittes, glaube ich. Also ein drittes Kostüm. Hier dieses, den Sailor Suit. Für selber umbringen. Was hat die denn als Waffe? Mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. So, was hast du für eine Waffe? Du hast den schönen Zauberstab. Ich finde aber, wir sollten trotzdem im no Original rumlaufen. Das gefällt mir immer noch am meisten. Ich muss erstmal ganz kurz die Steuerung wieder gucken. So, ich glaube, ich bin einigermaßen drin. So, wo wollten wir denn überhaupt lang? Von da oben kamen wir, meine ich. Hier sind ein paar Tränke, falls wir sie nutzen wollen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich lang muss. Ich glaube, ich muss in die Lava. Das war natürlich ein Joke, Leute. Das wird irgendwie noch ungewollt passieren. Das ist jetzt einfach nur als Joke passiert. Wir müssen ja hier auch mal auf witzige Art und Weise sterben. Naja, der eine oder andere Tod war ja schon beim letzten Mal sehr lustig. Vom Spiel her haben wir, glaube ich, noch so drei, vier Bosse vor uns. So, die wacht immer hier auf. Da müssen wir lang. Mal gucken, was uns heute alles ans Leder will. Oh, der Bereich hier sieht spannend aus. Okay, es wird noch ungewollt passieren, dass ich in die Lava springe. Das weiß ich jetzt schon. Ich glaube, die Frauen da vorne mögen mich nicht. Guckt euch meinen Stab an. Guckt ihn euch an. Hallo, da war doch noch eine. Frisst! Frisst den Eisregen! Ich hatte erstmal die falsche Taste zum Springen genutzt. Zum Glück konnte ich mich retten. Das hätte auch locker in die Hose gehen können. Wieso könnt ihr mich treffen, aber ich euch nicht? Flugeis! Böses Biest. Was warst du überhaupt? Ich muss mal bei einem von euch nah rangehen, damit man euch sieht. Ich sollte mir eventuell einen der Heilsteine nochmal vom Anfang eben kurz holen. Wir sollten hier ein bisschen vorsichtig unterwegs sein. Mit einem Doppelsprung komme ich da safe nicht hoch. So, wie sieht die denn aus? Ich lade einfach mal auf und gebe euch allen drei eine Breitseite. Tschüss!
Nein, nicht du! Bleib weg! Dich mag keiner. Oh, ich habe ein Item. Urchin's Ledger habe ich geholt. Immer lese ich die Dinger vor. Merchant's Ledger. Looking over the entries, it is clear that a human and bestian developed an extensive trading relationship as time went on. Some tribes are crossed out with a note that reads, all value extracted. Okay, das klingt nicht sonderlich fröhlich. Will ich jetzt da lang oder will ich da lang? Da oben leuchtet was. Den kann ich mal... Nein. Ah, okay, der hat den grünen genutzt. Sie hat den grünen genutzt. Ha, bin dran gekommen. Am besten immer schon mal vorladen. Ist zumindest nicht negativ. Sag ich doch. Nein, böse. Hä? Ach so, von der anderen Seite werde ich beschossen. Und da kommt direkt die nächste dreckige. Ich habe Probleme. Naja, dass ich Probleme habe, ist ja nichts Neues, ne? Ist auf der anderen Seite irgendwas? Nö. Noch lebe ich, Leute. Nein, du schießt nicht. Aua. Ich hätte gern ein bisschen mehr Mana. Einfach kurz laden und dann kriegen die beide in die Breitseite. Tschüss. Da unten will ich nicht hin. Stimmt ja, ich erinnere mich jetzt auch. Das Gebiet hier heißt, glaube ich, sogar irgendwas mit Magma. Um Gottes Willen. Ich denke immer, von der anderen Seite kommt dann auch irgendeine Hässlichkeit. Das hättest du wohl gern. Okay, ich bin, glaube ich, wieder in der Mitte. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, aber ich will euch nicht. Ah gut, was für die einen bestimmt war, hat die anderen noch irgendwie mitgetroffen. Sehr gut. Sowas hält mich am Leben. Solange ihr keine freie Bahn habt, mich zu treffen, seid ihr ungefährlich.
Dich kloppe ich einfach kaputt. Okay, und da geht jetzt der Weg auf. Das heißt, ich habe jetzt gerade den richtigen Weg gewählt. Den Sprung schaffe ich auch nicht. Dann würde ich da unten tatsächlich den Weg auf der Seite jetzt beschreiten. Oh, da ist eine Kiste. Bloß nicht nach unten gucken, kleine Hexe. Back Expansion. Oh, ich habe jetzt einen Inventarplatz mehr. Das ist sehr nice. So, der Weg hier, also das Loch führt ja auf den Weg nach da unten, oder? Aua, ich hasse dich. Ich hasse dich. Mann, jetzt hau ab. Dich mag keiner. Ja, wenn ich die mit dem Stab haue, dann kriege ich ein bisschen Mana zurück. Deswegen haue ich damit ab und zu mal zu. Hier wird es auch irgendwas geben. Außer Schläge für mein Gesicht. Bin ich jetzt nur für eine Kiste hier hin? Scheinbar. Oh, hier sind auch noch ein paar Fässer. Da ist ein bisschen Heilung drin. Normalerweise bin ich ja nicht so der Fan von Soulstack, aber das Spiel macht, das macht mir Spaß. So, ich gehe mir jetzt hier erstmal wieder einen Stein zum Mitnehmen holen. Der Weg, den ich freigeschaltet habe, ist sowieso eigentlich relativ nah am Eingang, also kann ich eigentlich auch beten. Kann ich ein bisschen meine Abilities hier verbessern. Ja, ich würde gerne schneller meine Spells machen. Und ich will ein bisschen bessere Mana-Regeneration haben. Und dann mache ich meine Stamina noch die richtigen Punkte höher. So, die Gegner werden jetzt wieder da sein, ist das Ding. Oh, von hinten. Ich habe die Troller schon wieder vergessen. Fall mal da runter, bitte. Danke. Ist offenbar auch ein Insta-Kill. So, schon mal vorsichtshalber aufladen. Das Böse wartet um jede Ecke. Oh, die sind ja fies. Da war sogar noch ein zweiter versteckt. Sehe ich da eine Kiste? Nee, aber da ist ein Gegner. Tschüss. Ihr geht nicht an meinen süßen Arsch.
K.O. geschlagen. Halt alles kaputt machen in der Hoffnung, auch nebenbei ein bisschen Heilung zu bekommen. Das Ding steht doch so verdächtig, hier kommt doch irgendwas. Sag ich doch, das ist eine Falle. Um Gottes Willen! Die Puppen! Die fangen an, sich zu bewegen! Ah, und sie macht Schaden! Glaube ich nicht, ich schloss die Idee, in den Nahkampf gegen dich zu gehen, aber es hat funktioniert. Ich habe irgendein Necklace bekommen. Cursed Turquoise Necklace. A necklace adorned with turquoise. It said that each of its previous owners met an unimaginably tragic fate. Ach du Kacke. Okay, das Ding will komplett zerschrotet werden. Will mich irgendwas umbringen? Nein. Hier ist doch auch irgendwas, oder nicht? Nee, da ist nix. Oh, Filmsequenz. Du hast letztes Mal gesagt, ich soll meine eigenen Entscheidungen treffen. Auch kleine Hexe. Okay, ich habe aber gehört, sie gucken uns dann doch erst hier dieses Portal an oder was auch immer das ist. Weil hier geht es ja storytechnisch weiter. Ich will halt alles erkunden und nach Möglichkeit alles mitnehmen. Aktiviere dich. Ah, das führt mich wieder nach oben. Na gut, aber es gibt ja offenbar auch noch einen anderen Weg da. Wahrscheinlich der andere Weg, wäre ich da lang gegangen. Da geht's noch lang. Damit habe ich den Weg hier unten freigeschaltet. Da ist was, was ich wieder vorlesen darf. Käfig. Cage.
An enclosure for keeping livestock or perhaps children? Och nö, bitte keine Kinder darin halten. Das wäre ja absolut grausam. Also ja, es war obvious, dass das eine Falle ist. Komm, dann gucken wir zuerst, was da ist. Da ist ein Item. Okay. Wieder ein neues Objekt zum Vorzeigen. Red Earth Cloak. A roughly made cloak. Judged by the material, it was likely handcrafted by a member of the Bestian tribe. Its quality is nowhere near that of a, what a human could produce. Das ist ein schöner Umhang. Sagt, was ihr wollt. Und ansonsten ist hier nix. Scheinbar nicht. Dafür bin ich jetzt nochmal zurückgegangen. Für ein Item. Und ein bisschen Punkte. Ich nehme den Weg. Ach, das ist sogar eine Abkürzung hier zu der Statue. Ja, ist eh knapp dran, ne? So, ich gönne mir zuallererst ein weiteres Heilobjekt. Dann mache ich meine HP höher. Deutlich höher. Aber mit den Restpunkten nochmal ein bisschen Stamina. Hey, außer den einen Tod, den ich selber fabriziert habe, bisher heute noch keiner gestorben. Die wird doch wieder da unten stehen, oder nicht? Komm, zeig dich. Zeig dich, Riesenschere. Oder willst du mir doch nicht mehr ans Leder? Na gut, scheinbar konnte ich mir wirklich gerade leisten. Ach, dann ist das einfach nur die nächste Abkürzung. Was würdest du mir denn erzählen, würde ich dich ansprechen? Gar nichts. Okay, brave Mieze. Nicht sagen ist auch was sagen. Ja, sicher. Böse. Ich bleib bei böse. Da ist eine Kiste. Du stehst auch mies. Slave Collar. Wo man hier für Items kriegt. Slave Collar. Long ago. Long ago. Humans were often hunted by other races. Back then. It was uncommon to see a human wearing one of these. Now, after a century under the shirt's leadership, the only ones sporting a collar like this are demi-humans. Oh. Generell Menschen als Untermenschen zu sehen. Unerhört. Ein Holy Crystal, was macht der? Ach so, das ist ein guter Heizzirkel mit Dingen.
Da oben sehe ich schon mal einen Gegner. Und da unten in der Mitte war einer. Mir war es wichtiger, die beiden da zu treffen. Ach, das war ein Regenerationskristall, den ich vorher hatte. Den ich aus Versehen genutzt habe. War es nicht sogar so, dass ich neben diesen einen Kristall da... Oh, Feuer! Au! Okay, so gesehen eine Shotgun. Dann laden wir mal Feuer auf und gucken uns an, was das gibt. Kabumsaal. Okay, gegen die Nahkämpfer ist das irre stark. Wir haben einen neuen Zauber. Das allein ist schon was Tolles. Vor allem der aufgeladene ist richtig extrem. So, was haben wir denn da glitzendes? Aua. Böse. Aber was war der Tipp? Ich glaube, die Explosion macht auch mir Schaden. Okay. Friss! Da kommt das Ekelhafte. So, den da will ich zerstören. Das ist eine unangenehme Situation. Und der erste Tod des Abends. Abgesehen von dem anderen.
Nein. Also, der eigentliche Plan ist, mit dem Aufgeladen da oben an den Stein gehen und kaputt kloppen. Okay, dann lade ich den jetzt einmal kurz auf, bevor ich da ranlatsche. Und renne instant da hoch. Okay, der Flammenzauber ist komplett nahkampfbasiert. Ihn noch kaputt schlagen. Kann ja sein, dass Heilung dabei ist. Okay. Feuerzauber, starkes Zuschlagen. Hier will mir noch 100 Pro auch wieder was ans Leder, sobald ich um die Ecke gucke. Riss. Oh, hat beide sogar getroffen. Na gut, hat eine große Range, ne? Oh, es lebt noch. Jetzt nicht mehr. Auf der rechten Seite stehen auch welche. Schluck das! Sayonara. Jetzt fehlt nur noch der da. In deine Visage. Eine davon muss sie treffen. Ich könnte zu dem blauen Kristall zurücksprinten. Das ist echt gut gegen die Nahkämpfer. So hoch komme ich doch gar nicht. Ich will es auch gar nicht probieren. Ich weiß, wie das ausgeht. Warum habe ich kein Mana? Komm, ich weiß doch, dass du von hier kommen willst. Jetzt komm her! Schuss! Das hat gut funktioniert. Hallo, mein Freund da unten.
In die Lava mit dir. So, den richtigen angeaimt. Ich muss noch einen wegsprengen. Ah, schade, die Wand steht im Weg. So, den kann ich ruhig nutzen. Das Gebiet hier ist aber auch gefährlich. Ich vergesse, der Große kommt von hier. Schluck! Fein! Braves Geistermädchen. Ich wusste, dass hier einer von denen gammelt. War eh schon geladen. Und ein Item. Initrate Clock. An expensive timepiece crafted by a talented human watchmaker. For the barbaric beasts who measure time by observing the sky. This item was useless. The tribe leader kept it in his home, simply as a symbol of his own majesty. Okay. Okay, wie stellen wir das jetzt am besten an? So. Hat prima funktioniert. Wo die Holzbretter sind, da muss ich immer aufpassen. Da könnte ich von der Seite erschlagen werden. Wenn ich dann dadurch in die Lava falle, wäre unpraktisch. Das wäre möglich mehr als nur unpraktisch. Ich wollte früh rüber. So, jetzt. Ich glaube, ich habe hier schon alles erschlagen. Never mind. Jetzt habe ich hier definitiv alles erschlagen. Da hinten komme ich nur hoch, wenn ich noch einen Sprung hätte. Nein, nein! Das meinte ich gerade eben. Das wäre echt unpraktisch, dadurch in die Lava zu fliegen. Und schon wieder ein schlechter Traum. Aber ruhig ein bisschen mehr Mana. Dann kaufe ich mir von den letzten noch ein Lebenskristall. Gut, dass ich den Kristall nur einmal zerdeppern muss. Was ist hier unten eigentlich? Copper Ingot.
Copper Ingot. Lumps of copper used by a certain bestial tribe as a currency of trading. The uncivilized barbarians finally embraced the concept of money after years of trading with humans. Das ist jetzt aber nicht so nett, dass wir Menschen so gesehen deren Handelsware waren. Okay, der ist einfach nur dafür da, den Staff zu boosten. Ach so, und hier käme ich dann auch raus. Ich wusste, dass hier noch einer steht. Kommt die hier überhaupt hoch? Ich glaube nicht. Da war noch eine andere Trolle von hinten gekommen. Die ich null bemerkt habe. Oh, ein bisschen Heilung. Ansonsten ist hier nichts, ne? Nee, nur der Tod. Ist schön, dass wir einen neuen Zauber haben. So, bin schon mal gewappnet. Hier will mir doch irgendwer wieder ans Leder. Ich spüre es. Treffe ich? Irgendwas da hinten? Ich habe nur gesehen, dass da was rumfliegt. Wieder ein umgelegter Schalter. Ist es jetzt meine Aufgabe, die da hinten zu sneepen? Nee, ich sehe gerade, was meine Aufgabe ist. Warte, dann nehme ich aber lieber den Eiszauber. Ja, genau, fall da runter. Ich muss jetzt die Plattform hier aktivieren und dann muss ich auf dem Weg dahin alles ausschalten. Komm. Weißt du, dass du mich umbringen willst? Glück ist hier so ein Schnellladeding. Da war auch noch eine. Da waren sogar zwei. Ich würde die auch gern noch ausschalten. Ich bezweifle, dass ich mit der Plattform nochmal zurückfahren darf. Ich könnte versuchen, mit dem Feuerball zu snipen. Nee, besser. Erstmal muss ich dich wegmachen. Da ungefähr wart ihr. Man kann es ja mal versuchen. Okay, ich glaube, ich treffe die von hier aus nicht. Ist ein hoffnungsloses Unterfangen.
Scheide zum Drücken. Hast du mir jetzt persönlich was geschickt? Was zwingst du mir auf? Ich guck's mir am Ende des Streams an. Okay? Ich guck mir am Ende des Streams an, was du mir da geschickt hast. Ach, ich habe mir hier eine Abkürzung jetzt nur freigeschaltet, oder wie? Na gut, aber wo will ich dann eigentlich lang? Muss ja dann noch ein anderer Weg sein. Überraschungsgame klingt gut. Das sind die Games, die mich immer vernichten. Und zwar seelisch. Nein, nein, ist bestimmt ein gutes Spiel, was du da mir geschickt hast. Schlimmer als das hier kann es nicht sein. Ah, ganz entspannt, das klingt gut. Oh, eine Statue. Ist ja nett. Oh, hier ist ein Item. Silvercoin. Die 21. Silvercoin. A token imprinted with the image of the saint. It is used mostly by upper class humans for trading goods. Using the image of a divine figure to purchase slaves of the black market. Or could be more bitterly appropriate. Warum ist hier so viel mit Menschenhandel? Mehr als ich lese hier fast durchgehend Menschenhandel. So, was booste ich denn? Ich glaube, ich booste mal den Stab. So, Stufe 10. Und dann mache ich jetzt Haste erstmal nur noch, bis das auch auf Stufe 10 ist. Jetzt sollte ich ja richtig den Schlagschaden hier raushauen. Vor allem mit dem Feuerzauber, der den ja nochmal boostet. Ich will nicht. Da steht etwas, das mich nicht mag. Die hat eine riesige Schere in der Hand. Ich sag doch, es mag mich nicht. Aua. Nein, ich will das nicht. Au. Ja. Ich habe es mit in den Tod genommen. Der Tod war so sinnlos. Habe ich überhaupt Punkte bekommen? Nein. Nicht das alte wenigstens noch da? Nein. Werde ich mich nochmal mit dem Ding prügeln müssen? Ja. Fall Todome. Du Albtraummaterial. Die Glaslaterne, also Glaslantern. A premium item that lights up the darkness. Only humans are capable of making glass. So object like this can fetch many beasts hiding among local border tribes. Endlich mal das erste Beast-Item, was nicht mit Sklaverei zu tun hat. Wir machen Fortschritte, Leute.
Ist das komische etwas auf beiden Seiten? Bleib einfach liegen. Oh. Nächster Boss. Nee, sieht lebendig aus. Noch ein cutes Ding. Natürlich spiele ich mit dir, wenn es nicht beinhaltet, dass du mich verkloppst. Wahrscheinlich. Natürlich rede ich mit der. Das klingt nicht nett. Wir haben den nächsten Boss erreicht, würde ich sagen. Es lädt sich auf. Und es ist bereit, mich zu vernichten. Ich mag dein Spiel nicht. Au! Okay, kaum Schaden. Schön. Schön, dass wir es geklärt haben. Okay, Nahkampf ist auch keine gute Idee. Ich mach kaum Schaden. Das hat gut Schaden gemacht. Und ich glaube, Feuer ist so gerade sein Element. Bitte töt mich nicht. Hadouken! Der nächste, der jetzt Kampftechniken von anderen Spielen imitiert. Obwohl, nee, das war King of Fighters, nicht Street Fighter. Oder wieder Tillys. Au. Nein, bitte nicht in die Lava. Die Technik mag ich nicht. Ich würde gern stehen bleiben. Ist das in Ordnung für dich? Aus, böser Bär. Die Technik ist fies. Aber ich finde, dem Bär kann man wesentlich einfacher ausweichen als der Geistertusse. Aber nur für den Fall der Fälle. So, mehr Verteidigung. Ich kann mich dagegen nicht wehren.
Warum habe ich meinen Aufladen abgebrochen? Au. Schluck das! In deine Visage. Okay, jetzt kommen, glaube ich, die Mega-Zauber. Böse! Nein! Ich brauch das! Ja, sicher machst du jetzt auch noch eine Feuerwelle. Schluck. Ich glaube, das unterbricht den auch, wenn ich ihn damit treffe. Nein, 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 nein. Du bist eine fiese Sau. Ich habe auf Heilung gehofft. Nein! Aus! Ich sagte aus! Nein! Ja, du hast noch ein Spielzeug kaputt gemacht. Ich war dein Spielzeug. Das ist jetzt kaputt. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Punkte farmen gehen. Dass ich mich ein bisschen booste. Ich habe so keine Chance. So, jetzt habe ich hier einmal alles abgefarmt. Jetzt töte ich noch die zwei Dinger da vorne. Und dann heißt es beten. 485. Damit lässt sich doch was anfangen. So, Haze ist auf 10. Ich überlege gerade. Die magische Kraft ein bisschen verstärken. Die generelle Stärke auch. Ja, nochmal Intelligence. Ich töte einfach diesmal die da vorne zuerst. Ich habe jetzt gemerkt, dass Feuer gegen die wesentlich mehr bringt als Eis. Vor allem die Reichweite ist auch wesentlich höher. Und da liegen wir schon wieder im Dreck. Ja! Ich überlege gerade, ob wir hier für heute einfach Schluss machen und ich einfach bis zum nächsten Stream einfach mal gucke, dass ich alles auf 20 booste. Weil das nächste, was ich jetzt machen würde, wäre nochmal versuchen, den Boss gucken, ob das klappt. Und wenn nicht, halt wirklich, dass ich bis zum nächsten Stream einfach alles auf 20 einmal booste. Und eventuell auch gucke, dass wir ordentliches Equipment haben. Ach, zu einer neuen Prügeleinheit. Ich hasse es. Ich kann dem nicht ausweichen. Vielleicht darf ich währenddessen nicht auf dem Boden stehen. Ich kann ja mal mit Springen versuchen, dem auszuweichen. Wenn er das nochmal macht. Aua. Ich hab's nicht hingekriegt. Ich war währenddessen auf dem Boden.
Ja, der Eiszauber ist wesentlich besser hierfür. Ja, ich muss einfach in dem Moment springen. Okay. Habe ich das auch endlich gelernt. Trotzdem ekelhaft. Okay, einmal kurz heilen. Nein! Das kannst du keinem erzählen. Der hat mich in die Lava geschleudert, der blöde Bär. Jetzt kommt die heiße Phase. Buchstäblich. Nein, nicht hinfallen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich will nicht in deiner Nähe sein. Du tust mir nur weh. Aua. Die Explosion, die finde ich nicht so toll. Okay, der Eiszauber aufgeladen schützt mich aber davor. Gut zu wissen. Ich will dich down kriegen. Aua. Aua. Letzte Seite. Komm, es ist fast down. Wir kriegen ihn down. Einmal aufgeladen noch. Komm! Fall um! Ja! Oh! Bleib liegen! Ich hab deinen Bär kaputt gemacht! So süß und doch so gefährlich! Ich muss dich jetzt nicht nochmal bekämpfen, ne? Wenn du jetzt eine zweite Phase hast, raste ich aus. Okay, die Plattform hält es nicht. Okay, mich hat's auch nicht mehr gehalten. Ich hasse mein Leben. Jetzt stehe ich hier ohne irgendein Highlight-Sim. Au! Ich glaube, ich mache lieber Feuer.
Das ist so gemein. Wieso hast du zwei Phasen? Warum? Wieso? Weshalb? Ey, bis zum nächsten Mal mache ich wirklich erstmal alle Werte auf 20. Wir schaffen den Kampf sonst nicht. Wer rechnet denn damit, dass die zwei Phasen hat? Ich stehe da komplett ohne Heilung oder irgendwas. Ja, wieder schlecht geträumt. Ich weiß nur, Beta. Es ist schlimm. Ja, ich habe mein Versprechen vom letzten Mal wahrgemacht. Ich habe alles auf 20 so mal geboostet. Das Leben sogar ein kleines bisschen höher, weil ich noch ein bisschen was übrig hatte. Und ja. Ich habe auch noch ein anderes Versprechen jetzt mal gültig gemacht. Ich habe ja mehrere Male gesagt, ich werde mal so einen Zweispielshot machen und mal so gucken, was habe ich eventuell übersehen. Da lag doch bestimmt irgendwas, solche Geschichten. Und tatsächlich habe ich allein im zweiten Gebiet schon was übersehen. Da war nämlich bei der Schlucht, wo ich so extrem oft gestorben bin, oben noch ein weiterer Weg. Da war noch ein Buch, was die Arkanen Zauber auf Level 2 gehoben hat. Sie wacht gerade auf. Außerdem habe ich in diesem Gebiet nochmal zwei Bücher gefunden. Eventuell sogar drei. Und zwar beide am Anfang, so ungefähr vor dem Flammengebiet, habe ich einmal das Level Up zu Wind gefunden und zu Absorption. Bei Absorption habe ich es übrigens bisher ein einziges Mal jetzt tatsächlich offscreen geschafft, das zu aktivieren. Ich meine, ich habe sogar so ein Mini-Video direkt gemacht. Man kann ja hier die Share-Taste gedrückt halten und dann nimmt er die letzten 30 Sekunden auf. Und ich habe noch zwei neue Items gefunden. Einmal die Fractured Stone Axe und Slave Bane Branding Iron. Und die würde ich jetzt erstmal vorlesen. Fractured Stone Axe. A stone axe favored by bestians. The surface is covered in scratches from superior sharpened weapons. How foolish must they be to think they could challenge a human. Und Slave Branding Iron. A tool used to leave a permanent mark on a slave. That way, truth, the slave may try and run. They can never truly escape their cruel destiny. Ja, also die Geschichte von den Menschen hier ist ja grausig. Ich kann übrigens auch beweisen, dass ich alles auf Level 20 geboostet habe. Durch den neuen Spielstand habe ich übrigens auch den ultimativen Heilkristall nochmal. Also hier seht ihr es. Ich habe alles auf 20 bis auf HP. Hat noch ein bisschen übrig. Da habe ich auf 22 geboostet. Und ja. Bevor wir uns am Boss versuchen. Also nochmal. Würde ich gerne hier vorne. Weil hier habe ich auch noch eine Kiste entdeckt. Ich habe sogar den Weg gefunden schon, wie man hinkommt. Ich habe die extra übrig gelassen, damit ich es euch zeigen kann. Im Übrigen, falls ihr wissen wollt, was das Level Up bei Arcane bringt. Es lädt einmal viel schneller. Und man kann zwei Megaschüsse abfeuern. Also hat schon einen Nutzen. Bei Wind hat das Upgrade gebracht. Ich kann in der Luft ausweichen. Das funktioniert auch, wenn ich geschlagen wurde. Dann kann ich so in der Luft nochmal eine Rolle machen. Und ich will mal eben kurz gucken. Ich hatte ja gesagt, ich habe einmal diese Absorption hinbekommen. Und das wollte ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Da, das ist diese Absorption. Ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen hatte. Aber das ist sie. Wie ihr seht, macht die auch gut Schaden, wenn man sie mal hinbekommt. Also ja, die Absorption bringt schon was. Sie ist nur echt scheiße zu casten. Also man braucht wirklich so ein komplett perfektes Momentum. Genau zu dem Zeitpunkt, wo die ihren Angriff starten. Also ich habe das nur ein einziges Mal hinbekommen. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie wieder hinbekommen. Aber wenigstens habe ich es mal hinbekommen, dass ich es mal zeigen konnte. Zum Glück habe ich auch instant die Share-Taste gedrückt gehalten, um das aufzunehmen. Weil das war, als ich aufs hier so ein bisschen boosten wollte. So, im Übrigen, die Kiste, von der ich die ganze Zeit rede, die ist da vorne.
Und die ist schon ein bisschen tricky zu holen. Also da muss man schnell sein. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier alles wegblaste, was mir gefährlich werden kann. Dazu gehörst du. Ich weiß mittlerweile halt auswendig, dass die da stehen. Ich kann auch noch die da oben einmal abfeuern. Da steht nur gerade was doof im Weg. Ah, Reichweite passt nicht. So, wir holen uns jetzt das, was da oben ist. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich habe die Kiste noch nicht geöffnet, weil ich das onscreen machen wollte. Erstmal klären wir hier aber natürlich den Weg. Dass wir nicht die ganze Zeit attackiert werden. Also hier oben rechts drin, da ist das Buch, von dem ich die ganze Zeit rede. Beziehungsweise da ist eine Kiste. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich schätze einfach, dass es ein Buch ist. Wenn es Level 2 vom Eis wäre, dann wäre es perfekt. Ich weiß auch schon, wie man da dran kommt. Es geht nämlich nur aus einer Richtung. So. Wir müssen nämlich von der anderen Seite aus fahren. Und wir müssen dann halt ultra schnell sein. Ich kann gleich Leben noch einmal boosten. So, jetzt lebt hier nämlich nichts mehr. Also, man sieht das sogar von der Seite aus, wenn man da so hoch guckt, dass da so ein geheimer Raum ist. Das ist mir nebenbei aufgefallen. Da habe ich dann mal alles versucht, irgendwie da hochzukommen, habe tatsächlich einen Weg gefunden. Man muss, während der von der anderen Seite jetzt gleich aus fährt, hier einmal komplett hochrennen und von der Plattform aus darüber springen. Ich habe das einmal offscreen geschafft. Wenn man schnell ist, kann man es hinbekommen. Am besten, man hat sogar die Eisladung. Dann kann man einem Dreck auf die Feuersäulen geben. Also es ist halt nur Sachen, die ich jetzt so offscreen gesehen habe. Danach kann ich euch wieder sagen, wird es nur daraus bestehen, ich werde von der Teddy Göre komplett aus dem Leben genommen. So, jetzt muss ich schnell sein. Man muss sie einmal komplett durchflitzen. Damit man es hier noch auf die Plattform schafft. So, jetzt kann man hier so einen kleinen Moment verschlaufen. Und dann springt man von hier aus auf das Teil da drauf. Und zack, da ist eine Kiste. Ich habe aber keine Ahnung, was da drin ist. Ein Buch. Für Arkan. Ich wusste doch, dass hier was ist. Ich hätte aber eigentlich viel lieber was für Eis gehabt. Kann ich jetzt dann 3 Schüsse abfeuern? Nee, ist wahrscheinlich nur stärker. Ich kann euch übrigens versichern, dass hier definitiv nichts weiteres versteckt ist. Also ich habe alles mindestens 5-mal sonst offscreen schon einmal gesehen auf dem Bereich hier. Und hier ist definitiv nichts mehr. Außer der Boss, der uns den Tod wünscht. Also ich habe wirklich alles abgesucht nach Büchern etc. Ich hatte aber eigentlich eher erwartet, dass da oben Level 2 vom Eis ist. Das hätte ich sehr begrüßt. Dass ich eventuell zweimal Eis verwenden kann. Das wäre schön gewesen. So. Bärchen wird jetzt schon mal umgenietet. Jetzt beginnt der richtige Spaß. Wie gesagt, die hat 2 Phasen. Ich weiß nur, wie man den Bär da umkriegt, weil wir den die 50 Mal schon bekämpft haben. Beim letzten Stream.
Aber die zweite Phase nur einmal. Was einen Unterschied die Stufen machen können. Hör auf, bitte. Ja, genau so sitze ich auch gerade vor der Cam. So, ich würde mich gerne unterhalten, dass wir das hier friedlich lösen können. Du siehst nämlich so friedlich aus. Aua. Aua. Keine Ahnung, wie man da ausweichen soll. Was machst du da? Die Attacke kenne ich noch nicht. Hast du gerade einen Teil der Map gesprengt? Ich glaube, ich habe es geschafft auszuweichen. Die macht echt einen Teil der Map kaputt mit dem Angriff. Einmal kurz heilen, die braucht ja lange zum Angreifen. Sag mal, bin ich eigentlich geistig behindert? Warum gehe ich rückwärts in die Lava rein? So, die Cutscene brauchen wir uns nicht nochmal angucken. Ach, jetzt darf ich generell hier hinskippen. Das ist nett. Okay, das juckt sie null. Und ich habe jetzt gerade gelernt, dem Schlag nach unten, da muss ich hochspringen. Und dem kann ich nicht ausweichen. LOL! Ich kann die Energiekugel einfach explodieren lassen. Und das hat. Das gibt mir sogar Mana. Ich glaube, jetzt ist sie sauer. Natürlich verfolgen die mich. Natürlich. Ich habe ein Timing. Ich hab's geschafft, ich bin ausgewichen! In deine Visage! So, die wieder explodieren lassen. Hätte ich das schon früher gewusst, ne? Aber sie zeigt immer noch nicht komplett, was sie kann. Falscher Zauber. Ja, Kekitama in mein Gesicht. Aua. Die hat einfach eine Genki-Dame in mein Gesicht gemacht. Darauf habe ich gewartet. Ich glaube, je länger ich sie warten lasse, umso mehr Schaden macht es.
Das kann ich nicht aufhalten, dafür bin ich nicht schnell genug. Und in sowas stand ich gerade eben drin. Wie glücklich sie dabei aussieht, wenn ich sie verprügel. Aua. Oh, gefinished. Ja. Vielleicht war das Level ein bisschen Overkill, was ich hatte. Also ich habe ja ultra stark geboostet. Ich erwarte eine Cutscene. Wir haben es geschafft. Wir haben sie vernichtet. Ja, ich habe das Spiel gewonnen. Bekloppte ist das. Warum hast du sie gefressen? Ach, ohne kannst du dein Bewusstsein nicht behalten. Was waren denn deren Wünsche? Sofern du mir nicht wieder ins Gesicht schlägst, ja. Dieses Spiel ist einfach nur knuffig. Und es bricht trotzdem meine Seele. Meine Seele und meinen Willen. Mistienpalmen. Okay. Dann gucken wir uns die Items mal an. Hier. Bestienpalmen. Bestien is a collective term referring to any race with animalistic body parts. They have diverse and religious beliefs and were long-standing trade partners with humans before the church branded them with heretics. Bestien ears, das sind einfach nur Hasenohren. Bestien is a collective term referring to... Ach, derselbe Text nochmal, oder wie... Once the church ordered their eradication, the animalistic ears became a highly prized collector's item. Geht euch vergraben! Also wirklich Ohren als sowas anzusehen. Child Soul Shard. Betrayed by those of different blood. One child stayed while the others left. His soul went berserk and killed many church researchers. It was ultimately abandoned in the laboratory. Die Geschichte von diesem Spiel ist so düster. Dabei hat das so ein süßes Aussehen. Und trotzdem ist es so extrem düster, das Spiel. Ja, da ist wieder die freundliche Katze, die über mein Leben bestimmt. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.